Wir sind in Kolumbien und zwar in Cartagena angekommen. Diese Stadt ist voller Leben, voller Farbe, voller Musik. Es ist wirklich super cool. Es gefällt uns bisher mega gut. Wir haben noch nicht viel gemacht, außer ein bisschen hier durch Städtchen zu laufen und das alles mal auf uns wirken zu lassen. Die Hitze ist der Wahnsinn. 35 bis 40 Grad, irgendwas dazwischen die ganze Zeit. Aber wir sind so happy hier zu sein. Jetzt machen wir uns hier einen ganz gemütlichen Einstieg in dieser Stadt. Gucken, ob wir irgendwie was unternehmen oder einfach so ein bisschen die ersten Tage auf uns wirken lassen. Wir genießen es auf jeden Fall. Ich war doch mein Hotdog. Yay! Typisch kolumbianisch. Aber gibt's hier überall, das scheint wirklich typisch zu sein. Da drüben ist das alte Fort, Castillo San Felipe heißt das. Das wurde zum Schutz vor Piraten gebaut. Da wollen wir später mal draufsteigen. Jetzt sind wir angekommen im Castillo und haben den Premium-Blick über die Stadt. Sieht mega aus. Nach ein paar erkundungsreichen Tagen und einigen schönen Abenden mit unseren Bootsfreunden waren wir bereit loszulegen. Cartagenas lebendiger Vibe war ein wunderbarer Start in unsere Kolumbienreise. Jetzt geht's für uns weiter nach Santa Marta. Ich schwitze. Okay. Kackige 37 Grad. 18. Bitte, 18. Wir sind seit gestern in Santa Marta und um die Stadt hier gut kennenzulernen, machen wir jetzt als allererstes eine Free Walking Tour. Es ist 7:45 und jetzt gleich geht's los. Tja, die Free Walking Tour ist ausgefallen. Wir werden die morgen nachholen. Jetzt sind wir in Taganga, in einem kleinen Fischerörtchen, einen Schritt weiter und machen einen kleinen Spaziergang durch die Stadt. Okay, also unser Spaziergang ist kurz ausgefallen. Die Stadt hat eigentlich nur eine Straße und diesen ganz hübschen Strand. Und hier kann man so sehr gut Fisch essen und auch recht günstig.
Deswegen machen wir das jetzt. Wir sind hier in diesem kleinen Strandrestaurant, haben es uns gemütlich gemacht. Schauen hier nach dem Sonnenuntergang. In Santa Marta ist vorbei, da sind wir beide auch ganz froh drüber. Santa Marta ist nicht besonders schön, einfach nur laut. Es ist laut und chaotisch und ach, wir haben uns nicht so ganz wohl gefühlt, deswegen war es ganz gut, dass wir schnell wieder abgereist sind und jetzt noch ein bisschen Zeit am Meer haben, um da Abstand zu gewinnen. Naja, man kann bestimmt auch schöne Dinge machen, wir haben auch ehrlicherweise nicht viel erkundet, war uns aber auch nicht nach, der Funk ist nicht übergesprungen. Naja, jetzt geht's erstmal weiter.